Ja, willkommen bei den Admin Teil 3. Ja, hallo, heute haben wir es etwas eiliger. Wir haben viele Fragen, wenig Zeit. Ich liebe euch. Ja, wir euch auch. Epic Bananagang ins Face. Ich will keine epische Bananagang in mein Face haben. Wie viele Spieler sind schon auf dem Server? Ja, mehrere hundert. Ich bin zu voll zu zählen. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Server zu gründen? Weil wir mit einer anderen Person mal auf einem anderen Server ein bisschen Stress hatten. Und auch, ja, weil wir uns alle kennen. Wir sind halt Freunde und deshalb haben wir den Server gegründet. Könnt ihr den Eiffelturm bauen? Ja, werden wir auf alle Fälle noch bauen. Also, ich sehe daran kein Problem. Wo kann ich was kaufen? Verkaufen. Ich habe einfach ein Wort mal. Wie esst ihr euer Ei? Hart oder weich gekocht? Also ich weich. Ich auch, so mittel. Zwischen hart und weich. Ja, mittel. Auch. 5 Minuten Ei. Kann ich eins als Gas kaufen? Ja. Klar kannst du zweites Gas haben, warum nicht? Wie viel ergibt 1 plus 1? Wer ist es? Darf man sowas wie Clans gründen? Ja, na klar. Also, wie zum Beispiel, ihr könnt euch Buxtehude nennen. Und ja. Mögt ihr Gronkh? Ja, er ist halt so ein bisschen wie ein Vorbild, aber wir machen unser eigenes Ding. Und ja, ein Abo von uns hat auf jeden Fall. Ich mag Züge. Ich nicht. Mögt ihr Döner? Ja. Pommendöner, aber damit bin ich der Einzige. Oh Gott, ja. Ja, wir Großstädter essen traditionell mit Flammenbrot. Ja, komm, ich esse auch mal einen normalen Döner. Wie groß ist das größte Grundstück, das man sich kaufen kann? Und wie viel kostet es? Es ist, also muss man das schon in Millionärs-City-Stadt, ob 32x32 oder 42x42, wir wollen halt nicht übertreiben, wegen den Koordinaten, geht es sind 50x50 und deshalb müssen wir mal schauen, wenn wir dann und kaufen, also wie viel es kostet, wird man da halt sehen. Ich denke mal so 50.000. Könnt ihr alle Regeln auswendig? Ja, jetzt nicht der Reihenfolge nach, aber so grob können wir sie schon auswendig. Das müsste man ja auch erwarten. Und das sollte auch ein Member auswendig können, so teilweise. Zumindest das Wichtigste. Richtig. Kann man auf den Server heiraten? Wir sind auf Friendscraft und nicht auf Familiencraft. Jetzt hat wir Lovecraft. Craft a Baby. Lovecraft. Ja. Kommen noch mehr Infos? Ja, Infos, na klar, also warum nicht? Also es ist keine Frage. Also wir machen jeden Tag fast was Neues, euch anzukündigen. Das werden wir auch so machen. Ihr wisst ja, wir machen jetzt auch einen Aktivitätscheck und ja. Soll ich alle Server-Let's Plays nachholen? Ja, also unsere Let's Plays
allgemein anzuschauen, lohnt sich schon, aber ihr solltet mal ab der Folge, ich glaube es ist 53 oder 52, das ist eine neue Story beginnt und ab da setzen wir dann unsere neuen Let's Plays an. Richtig. Und ab da ist es ganz wichtig anzuschauen, die alten Let's Plays könnt ihr auch gerne anschauen. Habt ihr jemals einen Pfeil ins Knie bekommen? Wie meinst du das? Ich habe noch nie in Real Life einen Pfeil ins Knie gekriegt, aber bei Minecraft schon öfters. Ich hab's nie gespürt. Ich auch. Darf ich hier Gift bauen? Also viel Gewinn zu bauen, das ist eigentlich eine richtig gute Idee, finde ich. Malvin, was sagst du dazu? Ja, so in Großform, das sieht ein bisschen cool aus. Wir müssen halt nur eins dazu dann, ich jetzt mal beachten. Was ich auch noch als Frage habe, mit den Portalen zu bauen, ja, kommt noch. Dann werden wir auch wahrscheinlich nur ein Portal diesmal bauen. Und zwar eins, was zu jedem, sage ich mal, Standort uns hinbringt, und dann, wenn wir sowas für Gemälde und so und Pixel Art machen, also so ein Warp, sage ich mal, so ein Portal Warp, und da wird dann auch das viel Gewinn hingebaut. Einverstanden? Könnt ihr ein Lied auswendig? Wenn ja, dann singt es. Ja, also ich kann auf jeden Fall ein paar Lieder auswendig, aber ich werde Ja. nicht singen und ich kann Ich nicht auch. singen. Also zumindest glaube ich, dass es nicht Na kann. komm, Malvin, Bayern-Hymne. Was? Wasser, Wasser. FC Bayern. Nein, das werde ich jetzt nicht Wasser singen. schmeckt wie Wasser. Darf ich ein Event bauen? Ja, also Events, ich weiß jetzt nicht, was du mit Events meinst. Wir haben ja Warp Fun. Nein. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mal zum Beispiel jetzt, wenn ihr Clan gründet, der zum Beispiel mal Clan War machen bei Warp Fun. Das ist Auf ja alle Fälle. selbstverständlich. Was sind eure Top 10 Texture Packs? Ja, unsere Top 10 Texture Packs, also das ist bei uns auf alle Fälle Fanscraft Texture Pack, weil wir auch das machen, wenn wir bauen. Also darauf basieren wir genauso wie Honeyball, das wäre dann unser zweites. Die Photo-Hosen, Faithful, Maraxox, Spoffex Purecraft, Lisa, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, war ich glaube schon, Vanilla, Ultimate Craft, das ist auch so ein Mix von Honeyball, ein kleines bisschen Lisa, Oha. Gyarados, das ist auch noch ein ganz cooles, zum Beispiel DokuCraft von Down for Life. Wenn ihr wählen müsstet, Mann, Frau oder Anime-Frau? Achso. Also Anime-Frau wäre schon. I, Ja. wer, Nee, I, geht. I. Nee, lieber Mann. Wer, Besser. du Männer sind so dreckspädophile Schwein. unangenehmer. I like to play a game with you. Flo, na klar. Also eine Builds kann man heute noch so, ne? Schon ein Spielchen Let's machen play mit so? Marvin. Ja, okay. Und entweder. Also dann machen wir mal ein kleines I like to play a game with you, gell? Ja. I love Friendscraft. Jo, danke, dass ihr Friendscraft, ja, dass du Friendscraft so liebst. Wir lieben Friendscraft auch. Besonders, dass Richtig, wir jetzt schon deshalb alles aufgebaut haben. Freundescrafting, ne? Mach. Abo gegen Abo. Nein. Aber ihr könnt uns abonnieren und wir abonnieren nur die, bei denen wir uns sicher sind, dass der Channel gut ist, dass er uns gefällt und nützlich ist. Und dass es ein gutes Vorbild ist. Ja. Wie zum Beispiel Kong. Tut mir leid, aber ist so. Minecraft Spend ist auch sehr guter Let's Player, nur so Down Samrande. for life, Down aber for life. nie hoch dürfen hoch weiter sein. Die dürfen bis zur maximalen Baugrenze gebaut werden. Die Baugrenze ist bei 255. Ja, sonst heißen ja die Häuser nicht Hochhäuser. Bin nicht so cool wie mein Name. Nö. Darf ich den Empfangsbereich in Nether bauen?
Ja klar, darfst du einen Erfangungsbereich in Nether bauen. Komm einfach zu mir oder zu Sandro oder Malvin oder Chris oder Mirko. Nehmen, ja, und dann gehen. Ja, oder. Und Alter. dann geben wir dir halt einen Platz. Ja. Ja, das war es vom frag den Admin und ja, das war es mal eine schnelle Ausgabe mit ganz, 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 ganz vielen Fragen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wer ist denn der Gammler schon wieder? Die alle. Gruppenkuschel. Wer sind die alle, Mann? Egal. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.